Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 im Ranglistenmodus. Hier ist Burg rein. Welcome to Nova. Ja. Haben die Mana? Nö. Ja. Blade ist wieder dabei. Wir machen eine Rangliste. Ja, wir können ganz gut splitten. Wir könnten mit Mana könnten wir die hochpacken. Elite Archer ist natürlich stark. Ich glaube, wir machen den Yuzora Start. Machen wir so einen Start. Oh, Sakura Blume, Klassiker. Der weiß, wie es geht. So muss es sein. Kein Eidbrecher. Wenn er den lässt, dann könnten wir vielleicht mit der Schnecke was rausholen. Ich glaube, die haben keinen Mana, wenn die aufgeladen sind, sondern hier alle drei Schatz einfach. Schick mal eine Schnecke rein, mal gucken, was passiert. Können später immer noch Pyros bauen. Oh, er hat was dazu gebaut. Noch mehr davon. Können auf jeden Fall noch Walker gehen. Ganz entspannt. Sehr schön. Dem habe ich gegeben. Das war ein guter Send, die Schnecke. Den machen wir dann so ein Pyro auf jeden Fall. Dann können wir vorne noch Zeus hinstellen. Elite Archer am Start. Ist alles sehr nice. So, wir könnten mit zwei Schnecken vielleicht noch mal leaken. Ja, die Wölfe sind besser als die Ratten. Aber trotzdem mag ich die nicht. Zack. Wieder durch. Den werde ich schön unter Druck setzen. Sehr gut. Wir können natürlich jetzt noch kein Pyro bauen. Ja, da hast recht. Also Skelettbogenschützen sind die schlechtesten. Die sind wirklich scheiße. Also die können ja gefühlt einfach gar nichts. Ja, nochmal zwei Schnecken rein. Nächste Wave werde ich sammeln. Für die 6. Zack, wieder durch. Und dann werden wir auf die 6 schicken.
Ja, ich glaube nicht unbedingt, dass das schlecht ist. Der hat einfach nur gerade sehr viel Pech, dass er so einen Start gewählt hat. Der muss nicht unbedingt schlecht sein. Wenn er den Start besser gespielt hätte, hätte er jetzt nicht so viele Probleme. Er weiß, was er noch vorhat. Okay, erst durch. Hat natürlich gehalten, weil ich nichts geschickt habe. Ja, aber guck mal, vielleicht kriegen wir noch einen Robo raus, das ist gut. Ja, wir machen das so. Wir sollten locker die Wave halten. Turtle rein. Es hat ein Metzger mit dazu gestellt. Der wird zum Glück vom Robo platt gemacht. Könnten wir mit dem Blut noch mitgehen? Let's go, boys. Dass wir keine Split Sense machen. Zeus aufgebaut. Schicken trotzdem noch Schnecken rein. Noch ein bisschen den Damage erhöhen können. Casket gebaut. Ist aber schon down. Metzger ist natürlich auch schon weg. Ich baue jetzt den King auf. Dass wir, ja, also 13 ist natürlich eine gute Wave für mich. So 10 weiß ich jetzt nicht so richtig. Den Elite Archer können wir auf jeden Fall reinpacken. Ich sollte dann wahrscheinlich bald nochmal rollen. Damit ich schon mit dem Mana was anfangen kann. Auch Schaden ist auf jeden Fall da. Können wir schon mal gucken. Ja, göttlicher Segen ist halt. Wenn göttlicher Segen, wenn du einmal liegst, hast du verloren. So. Das ist halt Kacke. Das mag ich daran überhaupt nicht. Explosion!
Machen weiter Upgrades. Und dann würde ich tatsächlich auf 13 gehen. Wir könnten natürlich bis 13 jetzt einen Long Save machen. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu lang. Dann nehmen wir jetzt lieber das Einkommen mit. Und gehen dann auf 13 raus. Das ist wichtig. Weil 13 können wir gut mit magischen Schaden pushen. Dann komme ich durch mit dem, was jetzt steht, hundertprozentig. Und das ist auch gut für ihn, wenn er da magischen Schaden reinpackt. Okay, 240 haben wir natürlich durchgedrückt. Aber ist nicht so schlimm. Er hat mit meinem Echo-Send und einem Unhold hat er verkackt. Alles im grünen Bereich. Den kleinen Lee können wir verkraften. Wir nehmen Embargo. Zack. Bauen den Pyro auf. Können wir dann auf jeden Fall noch ein Pyro machen. Manaros. Für einen späteren Zeus könnten wir noch upgraden, aber ich habe auch relativ viele von den Goblin-Coptern. Ich werde es mal rollen. Wir können die auf jeden Fall mitnehmen. Die Schleime könnten wir auch mitnehmen. Da haben wir wenigstens Nutzen für unser Mana. Wir machen das so. Dann werde ich hier nämlich den noch mit reinpacken. Zack. Und dann können wir auf 13 dick was ficken. Fürst des Todes gebaut, okay. Ich geh mal Texten rein. Ja, sehr gut, die Dreieinigkeit. Mehr Worker pushen. Machen wir Mol rein. Und dann so.
Das haut hin. Gucken wir mal rüber. Jawohl, Fürst des Todes down. Hat noch einen Drache rausgedrückt. Das Salz ist kein Problem. Er ist zumindest reduziert. Gehalten habe ich es jetzt nicht. So. Dann werden wir hier ein paar Schleime platzieren. Zack. Und dann könnten wir, ja, 16 ist shit, ne? Dann sollten wir auf 15 vielleicht gehen. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das schick mal rein, wir brauchen Aufprallschaden. Wir brauchen auch Frontline. Einfach Frontline rein. Das sollte reichen. Priesterin. Zack. Dass wir auch das Mana ordentlich benutzen können. Was sonst würde nur der Zeus die ganze Zeit das Mana absaugen. Hör mit. Der Pyro war so, die Pyros waren sofort weg. Alle beide. Habe ich zwei? Oder habe ich nur einen? Nee, ich hab nur einen. Ich habe geblockt, das ist sehr schön. Wir sollten wahrscheinlich dann für 18 gehen. Bananenbaum werde ich aufwerten. Werde ich hier noch einen Elite-Archer platzieren. War für ihn unglaublich wichtig. Hexe und Mol sollten aber die 18 gut durchdrücken. Da könnten wir dann vielleicht sogar gewinnen. Weil ihr habt jetzt schon Probleme, aber er hat halt keine Probleme auf der Wave. Das nichts geschickt bekommen und das ging durch. Da muss ich wohl ein bisschen mehr bauen. Also versuchen zumindest.
Meine Goblin-Copter noch gar nicht aufgewertet. Ich muss nächste Runde die Pyros fetter machen. Aber wir könnten das auf 18 gewinnen. Wenn wir jetzt überleben, dann sollten wir auf 18 gewinnen. Ja, die sind ganz schön weit runter. Schneiden wir noch Hexen rein. Der Aufprallschaden ist da. Mehr als Aufprallschaden brauche ich nicht. Wir bauen die Pyros auf. Machen wir hier noch eine Priesterin hin. Und Mana raus. Und mehr geht nicht. Aber mal gucken, vielleicht kriege ich den Ogre noch mit rein. Ansonsten machen wir das so. Mal sehen, ob er noch rauskommt. Ja, da kam noch raus. 1000, drüben sind 1160. Ja, der Ogre war nicht schlecht, der knüppelt das weg in seine kleinen Mistdinger. Der war ganz schnell durch. Okay, eine Sekunde schneller haben wir es gehalten, länger gehalten. Und da ist mehr durchgekommen und der King ist schlechter. Das ist unser Sieg. Victory. Sehr schön. Sehr schön. Das war eine weitere Runde Legion. Schaut doch gerne bei anderen Videos vorbei. Zum Beispiel hier, da waren ganz viele Kingpins am Start. Lasst ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.